tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon-Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Austoss vor. Austoss ist die Weiterentwicklung von Mushas und hat einen Wassereistyp, was ihm eine Schwäche gegen Elektro, Pflanze, Gestein und Kampf, eine Resistenz gegen Wasser und eine Doppelresistenz gegen Eis gibt. Wirft man einen Blick auf Austoss Basiswerte, sticht zuerst dieser wahnsinnige Verteidigungswert von 180 ins Auge. Dieser wird allerdings durch einen ziemlich schwachen KP und Spezialverteidigungswert gestützt. Beide Angriffswerte sind okay, Init ist leicht unterdurchschnittlich und für Eis-Pokémon gilt allerdings dennoch immer noch eine Faustregel: voll offensiv oder gar nicht. Also verteilen wir die EV in Angriff und Initiative, dazu ein hartes Wesen, um den Angriff zu erhöhen. Als Fähigkeit nimmt man Wertelink. Dieses sorgt dafür, dass Attacken, die normalerweise 2 bis 5 Mal treffen, immer 5 Mal treffen. Im Moveset nimmt man Eisspeer, Felswurf, Keilklinge und Hausbruch. Das Item der Wahl ist hier ein Fokusgurt. Eisspeer und Felswurf profitieren beide von Wertelink und Austoss hat damit 125 Base-Attacken, von denen eine sogar einen Step bekommt. Keilklinge ist eine nette zweite Step-Attacke, die mit 50%iger Wahrscheinlichkeit die Verteidigung des Gegners senkt, sofern der Gegner diese überlebt. Hausbruch ist allerdings die wichtigste Attacke in diesem Set. Hausbruch erhöht nach einem Einsatz beide Angriffswerte und die Initiative um je 2 Stufen und senkt dafür beide Verteidigungswerte um je 1 Stufe. Mit doppeltem Angriff und doppelter Init wird Austoss ein enorm gefährlicher Sweeper, den man dank seiner Multi-Hit-Attacken nicht mal mit Robustheit oder Fokusgurt stoppen kann. Bei dieser Init ist er auch nicht mehr wirklich einholbar. Das einzige, was ihn wirklich stoppt, sind Prio-Attacken. Da Austoss sich während dem Hausbruch-Boost schon oft auf den Fokusgurt runterkloppen lässt und er außerdem durch den Hausbruch verringerte Def-Werte hat, wird ihn auch jede Prio-Attacke ziemlich sicher killen. Aber zum Glück für Austoss gibt es in Zeit Generation 7 ein wenig Abhilfe für dieses Problem. Capofala sorgt mit ihrem Psycho-Erzeuger dafür, dass 5 bis 8 Runden ein Psycho-Feld ins Spiel kommt. Dieses verhindert, dass Pokémon, die den Boden berühren, von Prio-Attacken getroffen werden. Man kann also mit einem Psychofeld Austoss zumindest bis zu 6 Runden vor Prios schützen, und das ist oft alles, was Austoss braucht, um das gesamte Gegnerteam auseinanderzunehmen. Ohne Prios ist das einzige, was Austoss aufhält, nämlich Pokémon, die seine Attacken überleben. Die besten Chancen für so etwas haben übrigens Empoleon, Quappo und Keldeo, da diese 3 Pokémon wegen ihrer Typkombination allen Attacken von Austoss resisten. Des Weiteren solltet ihr aufpassen, dass euer Feld von Tarnstein, Klebenetz, Stachler und Giftspitzen frei bleibt, damit euer Fokusgurt beim Switch nicht kaputt geht. Dabei hilft wie immer ein Spinner oder, falls ihr gut predikten könnt, auch ein Magiespiegel-Pokémon wie Psyana oder Xatu. Das war's jetzt von meinem Austoss und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.